Hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Mal aus meiner kleinen Werkstatt im Keller. Heute möchte ich mit euch ein Gartenwerkzeug bauen, was es meiner Meinung nach so nicht zu kaufen gibt. Und zwar handelt es sich hierbei um einen sehr einfach gebauten und günstigen Reihenmarkierer für Saatgut, Steckzwiebeln und Jungpflanzen. Das Besondere an diesem Gartenwerkzeug ist neben seiner einfachen Bauweise, die wirklich jeder schnell nachbauen kann, die Möglichkeit, das Werkzeug an seine jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Durch Rausnehmen der einzelnen Nägel kann man so sehr schnell den Reihenabstand verändern. Also nehme ich zum Beispiel jeden zweiten Nagel hier raus, habe ich auf einmal 10 cm oder 20 cm und so weiter. Nehmen wir als Beispiel mal Steckzwiebeln. Diese sollten innerhalb der Reihe mit einem Abstand von 10 cm gesteckt werden. Also einfach jeden zweiten Nagel entfernen. Und dann einmal durch die Reihe gehen. Der Reihenabstand soll 20 cm sein, kein Problem. Jetzt nochmal jeden zweiten Nagel entfernen und versetzt über das Beet fahren. Und schon hat man die perfekten Pflanzabstände. Das Ganze sollte man im vorbereiteten, lockeren Beet machen. Später kommt hier noch ein Stiel ran und mit dem Winkel kann man dann hinterher im Garten bestimmen, wie tief die Rille sein soll. Den Stiel werde ich gleich ganz einfach auf das Holz festschrauben. Das könnte man sicherlich auch eleganter lösen mit irgendeiner Metallschlaufe, aber für meine Zwecke reicht das so. Wie sich das Gerät so im Garten macht, das zeige ich euch gleich. Hier erstmal die Bauanleitung. Das Wichtigste sind wohl ausreichend große Nägel. Die ich hier verwende, sind 17 cm lang. Der Holzbalken ist ca. 1 Meter lang, die Seiten 5 und 7 cm. Die Rollen sind aus dem Baumarkt und haben einen Durchmesser von 15 cm. Zuerst müssen die Löcher für die Nägel gebohrt werden in Abständen von 5 cm. Dafür die kleinere, also die 5 cm breite Seite mit einem Längsstrich markieren. Dann in 5 cm Abständen Markierungen erstellen. An den Schnittpunkten wird gebohrt. Den Durchmesser des Holzbohrers müsst ihr natürlich vom Durchmesser eurer Nägel abhängig machen. Sie sollten nicht zu viel Spiel haben, aber auch einfach einzusetzen und zu entfernen sein. Okay, an dieser Stelle seht ihr, dass ich die Löcher etwas akkurater hätte machen können, aber ich bin sicher, ihr kriegt das noch besser hin. Für die Rollen könnte man sich sicherlich passende Bolzen kaufen, aber es reicht auch, wenn man zwei ausreichend lange Schrauben verwendet. Damit diese nicht zu viel Spiel haben, habe ich einfach aus Alurohr passende Hülsen gesägt. Jetzt noch zwei Unterlegescheiben und schon kann das Rad festgeschraubt werden. Natürlich so, dass die Schraube nicht zu nah am Rand des Balkens ist, aber auch nicht den nächsten Eisennagel trifft.
Ja, einen Tag später, ich bin hier im Gewächshaus, habe ein kleines Beet vorbereitet, so wie man es auch im Garten hätte, nachdem man es umgegraben und glatt gezogen hätte. Beste Voraussetzung, das Gerät einmal auszuprobieren. Was ich jetzt machen werde, ist wie in dem Beispiel mit den Zwiebeln, erst Reihen mit 10 cm ziehen und dann Gegenreihen mit 20 cm. Das wollen wir doch mal sehen, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, ihr habt gesehen, wie schnell das jetzt ging, diese 10 cm Reihen zu machen. Die sind dafür da, um den Abstand der Pflanzen innerhalb der Reihe zu bestimmen. Jetzt machen wir die Reihen selber mit 20 cm. Dafür nehme ich auch jetzt wieder jeden zweiten Nagel hier raus. Und fahre versetzt in einen Winkel von 90 Grad. Über das Beet. Ihr habt gesehen, mein kleines Gartenwerkzeug funktioniert und eigentlich sogar besser als ich dachte. Man zieht es einfach hinter sich her. Der Boden sollte leicht feucht sein, damit man die Rillen auch gut sieht. Aber das ist ja meistens sowieso der Fall, wenn man den Boden gerade frisch bearbeitet hat. Die Nägel werden, wenn man da nichts dran macht, mit der Zeit sicherlich leicht anrosten. Finde ich jetzt nicht so schlimm, ist ein Gartenwerkzeug. Aber wer das nicht möchte, könnte die Nägel mit etwas Öl behandeln. Auf jeden Fall immer nach der Arbeit sauber machen, damit keine Feuchtigkeit daran haften bleibt. Und ansonsten, vielleicht gibt es das Ganze auch in Edelstahl. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ja, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare oder empfehlt diesen Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in euren Gärten und sagt bis zum nächsten Mal und tschüss.